einen schönen guten Tag zusammen und willkommen zurück zu Oxygen Not Included. Hier so einer kleinen Zwischenfolge, wie ich das mal so nenne. Also einer kleinen Zwischenfolge, wo wir wieder mal so ein bisschen basteln. Und dann muss ich mal sehen. Also ich komme leider momentan nicht dazu, auf Masse jetzt aufzunehmen, Oxygen. Oder halt ein bisschen länger zu zocken, so mehr als eine Stunde oder sowas. Um dann tatsächlich mal so ein bisschen auch Entwicklung hier zu präsentieren. Momentan hängen wir uns ja so ein bisschen mehr an dem verschmutzten Wasser auf und wie wir es filtern können und wie wir das halt entkeimen können. Und ja, das läuft momentan nicht so wirklich optimal. Was ich nochmal gerne austesten wollen würde. Und zwar hatte ich jetzt gelesen, als Tipp, man solle Wassertanks bauen. Wir hatten Wassertanks, haben wir irgendwo hier. Warte mal, ich muss mal eben kurz gucken, wo wir das haben. Sanitär ist es nicht drin. Wo war das noch? Veredeln nicht. Hier vielleicht? Nee, Möbel auch nicht. Eine Station. Oder müssen wir die erforschen? Kann auch sein, dass wir die erforschen müssen. Forschung. Warte mal. Diese Wassertanks. Wassertanks, Wassertanks. Gases, Liquids. Liquids. Da, ah, nee, die haben wir schon erforscht. Sanitärtechnik, Flüssigkeitstank. Spendet jede eingeleitete Flüssigkeit. Flüssigkeitstank. Okay, das heißt. Flüssigkeitstank hier. Da sind sie, Flüssigkeitstank. Dass wir den Flüssigkeitstank quasi in so einen Kohlendioxid, in so einen Chlorgasraum reinbauen. Das wäre halt jetzt die Idee. Und dass wir da eben halt Chlor haben und dass dann dementsprechend das Wasser da gefiltert wird, also entkeimt wird, wenn ich das richtig verstanden habe. So, das heißt, wir müssen erstmal sehen, dass wir den Raum erstmal wieder leer kriegen. Ja, das ist, wie kriegen wir das jetzt hin? Ja gut, wir können den hier einschalten, das geht ja. Und dann könnten wir, dann pumpen wir nämlich das Gas hier rein, dann geht das wieder da rein und wieder hier rein. Dann hätten wir nämlich das Chlor erstmal weg. Allerdings wird er ja nachlaufen hier. Das heißt, dann müssten wir den zerlegen und das ist am wichtigsten. Dass wir nämlich Chlor loswerden. Ah, siehst du, guck. So. Und jetzt wird er nämlich das Chlor wegpumpen. Dann haben wir den Raum erstmal wieder leer von Gas und dann können wir das hier noch ein bisschen mit reinbauen. Dann können wir in der Zwischenzeit auch gleich mal gucken, wie wir das mit Liquids machen. Ich müssen wir im Prinzip ja wieder zurückpumpen. Wie machen wir das? Wir haben da, kommt das da an? Hä? Es kommt da raus. Und verschmutzt das Wasser hier an. Ach so, alles klar, schon richtig. Okay. Ah. Lebensmittelvergiftung. Hm. Ja, im Prinzip müsst ihr den Raum erstmal leer kriegen hier. Damit wir das ganze Chlor raushauen. Brauchen wir einen Raum. Dann brauchen wir einen Raum, wo wir das reinfiltern können. Dann müssen wir jetzt da komplett einmal umbauen. Ah, der grüne Neune. Verschmutztes Wasser. Generell Wassertanks können hier rein. Dann haben wir hier Lebensmittelvergiftung. Oder wir nehmen das als Filterraum. Müssen wir das extra hier wieder umbauen. Das ist auch doof. Jetzt haben wir das alles schon so vorbereitet. Jetzt haben wir das alles schon so schön vorbereitet, dass ich das eigentlich ungern wieder alles auseinanderpflücken würde. Wie machen wir denn das am dümmsten? Wir brauchen auf jeden Fall einen Raum, wo wir die ganzen Wassertanks hinbauen. Wo wir die ganzen Wassertanks hinbauen und dann da Chlor einleiten können. Ach, ich hab so.
Jetzt brauchen wir auch einen Tank, wo wir einfach nur das Wasser einfach nur einleiten. Und das können wir als eine Art Durchgangstank hier nutzen, was wir hier jetzt gerade haben. Obwohl der Raum wäre so schön leer hier gerade. Da kommt auch das Wasser rein. Da kommen sie auch nicht hin, ne? Ne, da kommen sie nicht hin. Der pumpt das da wieder rüber. Wie machen wir denn das? Wie machen wir das? Wie machen wir das? Wie machen wir das? Ich würde ganz am liebsten... Vor allem das Problem ist ja nachher auch, wir müssten dafür eigentlich... Eigentlich bräuchten wir dafür... warum ist bei Klima nicht Automation? Veredeln? Sanitär. Ja. Rohrflüssigkeitskeimsensor. Den bräuchten wir eigentlich. Das wäre eigentlich optimal. Weil wir nämlich dann die Rohre überwachen können und könnten uns dann so eine schöne Steuerung zusammenbauen. Wenn da Keime sind, dass er das in den Tank packt. Wenn das Keime sind oder wenn das keimfrei ist, was das dann packt, das in den anderen Tank, was er dann wiederum filtern kann, dass wir das dann nutzen können. Ah, das ist alles nicht so schön hier. Alles nicht so schön. Hier müssen wir eigentlich auch mal weitermachen. Aber da wollen sie wahrscheinlich nicht bei, weil hier wieder so viel Kohlendioxid ist. Da fühlen sie sich auch nicht so wirklich wohl. Und hier sollten sie so mal so ein paar Stangen mal runterbauen. Gold, Eisen. Eisen haben wir auch noch so wenig. So. Können sie wenigstens runterrutschen. Bräuchten zwar wieder eine Weile für den Aufstieg. Ah. Ja, das ist momentan, ich bin gerade so an einem Punkt, wo ich irgendwie nicht so richtig, noch nicht so richtig den nächsten, nicht so richtig den nächsten Ansatz habe. Haben wir eigentlich Algen oder sowas? 26 Tonnen sogar. Da können wir sonst an der Stelle vielleicht mal irgendwie mal so Algen, dass wir hier erstmal vielleicht erstmal Algen hinbauen. Bringt halt ein bisschen Sauerstoff, dass sie da erstmal zwischenzeitlich atmen können, wenn, falls mal was ist. Ja, wie machen wir das denn? Hier müssen wir es auf jeden Fall umbauen. Hier müssen wir uns irgendwie Gedanken darüber machen, wie wir das gebacken kriegen hier. Also das könnte man natürlich durchaus als Zwischenfilterraum nehmen. Das als Haupttank, dass wir dann hier tatsächlich das gesamte Wasser, egal ob das nun verkeimt ist oder nicht, dass wir es hier reinpacken. Dann pumpen wir es von hier aus hier rein in den Filtertank. Oder von hier aus da hinten rein. Das können wir auch machen, weil wir jetzt hier nun gerade alles vorbereitet haben. Das ist, wäre natürlich auch super. Das heißt, wir müssen das hier sowieso wieder zurückpumpen. Ah. Oh, Elend. Ich würde das ganz gerne hier sonst auftrennen. Dann pumpen wir es wieder. Ach ja, das ist auch alles so. Wir müssen eigentlich alles abreißen da an der Stelle. Alles. Rohr blockiert. Was ist da doch wieder los? Rohr blockiert. Warum ist denn hier Rohr blockiert? Weil wir hier keinen Strom haben, alles klar, verstehe. Ja gut, der kriegt ja gleich. So. So, da filtern wir erstmal wieder das ganze Chlor raus. Das ging ja doch recht fix. Ich würde am liebsten alles auseinanderruppen, ne? Alles komplett einmal auseinanderruppen und das alles hier komplett nochmal neu bauen.
Das gefällt mir so gar nicht. Das ist alles zu kompliziert. Ich glaube, das werde ich auch mal machen. Nützt ja alles nichts. Nützt ja alles nichts. Wir müssen da ja bei. Das ist. Ich mir eine Stunde lang das jetzt angucken, ohne irgendwas zu machen, das macht ja auch keinen Sinn. So, und hier ist das Chlor gerade raus. Das ist gut. Dann pumpen wir das irgendwie wieder zurück. Oder, keine Ahnung, wir pumpen das einfach hin und her. Wir nehmen das als Haupttank. Wir nehmen das als Haupttank. Dann bauen wir das hier um zu einem, ja, ich nenne es mal Filtertank oder irgendwie sowas. Das reißen wir komplett wieder weg. Ansonsten, kriegen wir sonst nicht in Gang. Wasser, sehr gut. Dann können wir Wasser mal drucken. Das könnten wir hier noch gar nicht mal mit reinpacken. Weil hier nämlich alles voll ist. Warum haben wir ja eigentlich noch nicht zugemacht wieder? Achso, weil wir hier ran müssen, alles klar. Ja, dann nehmen wir erstmal 2000 Wasser. Nehmen wir den jetzt mal kurz auseinander hier. Den können wir mal... Ne, es bringt uns ja auch nichts. Doch, bringt uns was. So, das mal kurz zerlegen. Dann bauen wir nämlich da noch einen Block hin, dass sie nämlich das Wasser da einfüllen können. Oder warte mal. Sanitär. Nee. Eingangsrohr, Ausgangsrohr. Nee, okay. Ach, guck mal, hier haben sie sogar schon ein bisschen was gebaut. Auch witzig, ne? Hier bauen sie ein Stück, da bauen sie ein Stück, da bauen sie ein Stück, da bauen sie ein Stück und hier ein Stück. Aber Hauptsache die Algenfarm ist immer hier. Das ist aber gut, dann können wir eben an der Stelle ein bisschen Kohlendioxid mit verbrauchen. Ein bisschen Sauerstoff generieren, damit sie nicht mehr da nicht ersticken. Dann müssen wir sehen, dass wir vielleicht hier vielleicht mal zu Öl kommen. Dann können wir aus Öl, können wir dann wieder Dinge produzieren, Plastik produzieren. Dann können wir uns wieder einiges herstellen. Mühsam nährt sich das Eichhörnchen, wie immer eigentlich. Also wie ihr es eigentlich hier kennt, aber... Es ist immer ein bisschen schwierig. Momentan. Wie ich schon sagte, ich bin momentan so ein Punkt, wo ich nicht so richtig nach vorne und nicht so richtig zurück. Da ist ein bisschen schwierig momentan. So, und dann machen wir unseren Wasserteil. Das packen wir dahin. Ups. Nahrungsmangel. Ja. Haben sie wenigstens einen kurzen Weg. Das müssen wir natürlich auch mal umbauen. Ich weiß auch noch nicht, wie wir das machen, wenn wir nachher Plastik haben und nachher die Möglichkeit haben, diese Transportrohre zu bauen. Das würde ich mich auch ganz gerne mal angehen, das Thema. Wie wir das am besten hinbauen, weil die brauchen auch etlich viel Platz, die Dinger. Also ich habe echt so das Gefühl, dass wir nachher die Basis nochmal halb oder fast komplett umbauen müssen, damit wir das irgendwie einigermaßen vernünftig gepackt kriegen. Ja, guck mal, da haben sie das wenigstens schon mal fertig. Bis hier müssen sie natürlich noch ein bisschen. Ah, jetzt muss ich schon wieder auf Prio gehen. Es tut mir leid, aber es nützt ja nichts. Wir wollen das ja auch fertig haben. Das mal auf 8. Das mal auf 8. Hier ist eigentlich schon wieder alles leer. Das ist sehr gut. Das komplette Chlor weg. Wir müssen sowieso alles abreißen. Also das baue ich dann auch mal komplett neu hier. Das nützt ja alles nichts. Abbruch. Auch wenn das nett aussieht, aber es bringt uns jetzt einfach gerade nichts. So, Granit machen wir mal auf 8. Dass wir hier den Part mal zumachen. Können wir das nicht hier irgendwie ablaufen lassen?
Wurde eigentlich das Wasser jetzt hingepumpt? Das ging hier hoch. Darüber, dadurch. Achso, okay, alles klar. Da brauchen wir ja wegen dem. Die Metalle brauchen wir noch dafür. Das ist ja auch noch in Action. Ja, wir müssen so vieles. Wir müssen eigentlich nach unten, um dann Öl irgendwie an Öl zu kommen. Da müssen wir was machen. Dann müssen wir hier den ganzen Kram umbauen. Dann müssen wir hier, na gut, da sind es ja eben halt bei, dass sie die Radiatorrohren, diese Kühlrohre, nenne ich sie jetzt einfach mal, dass sie die machen. Geht ja auch langsam voran, aber trotzdem eben halt langsam. Die haben gut zu tun, die Dupes. Bei 26.000, da traue ich mich ehrlich gesagt nicht nochmal ein, zwei Dupes noch mit dazu zu nehmen, die noch ein bisschen arbeiten können. Frisches Wasser ist natürlich auch nicht drin. So, Flaschen entleeren, Flüssigkeit, Wasser und Autoabfüllung aktivieren. So. Alles, was an Frischwasser ist, das packt er da rein. Mensch, du, das zieht sich aber auch hier so ein bisschen. Das ist ja das, was ich meine. Jetzt würde ich normalerweise ein bisschen Pause machen. Und zusehen, dass wir, ja, dass ich irgendwie mal so ein, zwei Stunden mal irgendwie mal zusammenkriege, dass man die mal zusammenschneiden kann. Dass man noch mal ein bisschen Entwicklung sieht. Ne? Die ganze Zeit nur dabei zuzuschauen, wie ich irgendwo Prioritäten verteile oder irgendwelche Haken setze. Macht ja insofern auch nicht so viel Spaß zum Zuschauen. Aber manchmal ist ja auch die Entstehungsgeschichte zu einer Basis ja auch mal nicht verkehrt. Und ich muss ja sagen, ich bin ja immer noch irgendwo in einem Lernprozess drin. Und wir haben keine Kohle mehr, sehe ich gerade. No Kohle. In einem Lernprozess, wo ich dann eben noch so meinen Weg finden muss. Aber dafür spiele ich leider zu selten Oxygen. Ich glaube, und das hatte ich ja schon mal gesagt, ich glaube, ich muss mir mal irgendwie mal ein privates Spiel mal aufbauen. Und da einfach mal da ein bisschen rum experimentieren, bevor ich das im Let's Play mache. Aber das ist eben, das spricht eben halt auch für Oxygen Not Included. Dass es eben nicht so ein Spiel ist, was du mal eben nebenbei machen kannst, sondern wo du schon so ein bisschen gucken musst, wo du schon ein bisschen überlegen musst und wo halt jeder Fehler schon schwer bestraft werden kann. Das ist, spricht für Spiel, auch wenn der Bestrafung erstmal nicht positiv klingt. Aber im Endeffekt ist es ja doch so. Das ist herausfordernd. Das ist herausfordernd. Ich würde vielleicht mal, dass man hier, das könnte vielleicht da das Wasser reinlaufen. Das ist gut. Guck mal, hier sind Algen. Hier ist auch noch ein bisschen Kohle. Ich wollte gerade sagen, es ist überhaupt ein kaltes Biom, weil das ist mir wie so viel Abyssalit hier. Und hier ist Kohle, hier sind Algen, das ist auch ganz toll. Ganz toll ist das. So, weiter nach unten buddeln. Okay, das ist mal richtig tief nach unten. Ich muss mal gucken, dass wir uns hier irgendwelche Zwischenstationen hinbauen. Hier haben wir noch so viel Salz. Das haben wir noch. Bleistein haben wir hier. Salz. Verschmutztes Wasser. Ja, diverse Dinge. Granit haben wir hier noch tonnenweise. Abyssalit sowieso. Sedimentgestein. Hier haben wir auch noch ein bisschen Kohle. Oh ja, hier, die Kohle müssen wir mal abbauen unbedingt, ja. Muss ich mal leider auf 9 setzen, weil wir nämlich keine Kohle mehr haben. Jungs und Mädels brauchen nämlich Kohle, damit wir filtern können, damit wir Dinge tun können. Wir brauchen immer noch Kohle, aber wir haben natürlich zwar schon alternative Energien, so ist es ja nicht. Passiert momentan auch nicht allzu viel, weil wir keine Produktion mehr haben, weil hier auch nichts mehr läuft. Der ist vor allem wichtig hier. Oder wie läuft das hier? Hätte ich das nochmal gebaut?
Der braucht ein bisschen Wasser von da. Wir sollten aber kriegen eigentlich Strom. Kriegen die Strom her? Ach, von denen. Naja, okay, da fehlt nämlich da die Kohle. Das ist das Dilemma. Keine Kohle, keine Sauerstoffproduktion. Eigentlich ist der hier fast noch am wichtigsten hier. Ja, machen wir die mal auf 7. Ein bisschen mehr Priorität. Also wir halten uns noch gerade mal so ein bisschen über Wasser. Ich meine, mit den Keimen ist es gerade, mit dem Stress ist es gerade wieder ein bisschen schwierig. Auch wegen Keime und sowas. Es hängt wahrscheinlich mit dem Bau hier zusammen. Natürlich schon viel Stress hier, aber... Also mir graut schon davor, tatsächlich die ganze Basis einmal umzukrempeln. Einmal auf links zu drehen, was wir machen müssen. Das sind mehr so die Anfangsprojekte, die man baut. Wo man nachher sagt, oh Mensch, oh nee, das ist aber scheiße. Ne? Das muss ich umbauen, das muss weg. Umgreifen. Ja, Sauerstoff ist momentan nicht. Weil wir Kohle brauchen. Haben wir noch ein bisschen mehr Kohle? Verbrauchbares Erz. Da haben wir noch ein bisschen Kohle, sind wir bei. Schade, dass wir Salz nicht verbrennen können. Hier haben wir natürlich ein bisschen Kohle, da wollte ich auch noch bei. Salt. Na, wir hätten vielleicht sonst noch mal Bäume pflanzen sollen. Hier ist ja auch noch viel Kohle. Hier müssen wir auch noch mal rüber. Aber das ist im kalten Biom, das ist doof. Müssen wir hier rüber, am besten da so. Oder hier hoch und dann nach links. Ah, da ungerne. Hier müssen wir eigentlich nach oben. Hier ist auch nochmal ein kaltes Biom. Ah. Verbrauchbares Erz. Na, guck mal, hier ist auch noch irgendwie ein Schlot. Da, guck. Ich würde mal fast tippen, ein Chlorschlot. Mann. So, da ist warm. Hier ist die Kohle. Da müssen wir auch nochmal bei. Ja, bis sie sich da durchgebuddelt haben. Das dauert ja auch wieder 3 Jahre. Wäre vielleicht schon fast schlauer, hier weiter zu bauen, weil wir dann nämlich einfach nur nach rechts müssen. Nur alleine. Und da haben wir ein bisschen... Aber wenn wir uns hier vielleicht mal rüberbauen. Darüber. Auf die Ebene. Warte mal. So, haben wir 1, 2, 3, 4, 4. Hier. Jetzt bauen wir uns hier einmal rüber. Da einmal. Da bauen wir uns hin. Dahin, dahin, dahin. Dann den Leiter nach oben. Dann bauen wir uns hier noch isolierte Ziegel hin. Und zwar... Ich müssen wir hier rüber. Da müssen wir hin. Damit wir uns die Wärme hier so ein bisschen isolieren, wegisolieren können. So, dann bauen wir uns jetzt hier hoch. Abbruch. Zack. Dann bauen wir uns hier eine Tür. Eine ganz normale Tür hin. Ganz normale Türen. Danke. Dann müssen wir uns da durchbuddeln. Bis da sind sie schon. So. Weil wir hier an die Kohle eigentlich ran müssen. Wo war jetzt hier noch? Kohle war hier. Also müssen wir es eigentlich hier hinbauen. So. Da nach oben. Nein, hier hin. Geht ja auch kaum komplizierter. So. Unglaublich. Welche Prio hatten wir da drauf? 8. Na, okay, machen wir da mal 7 draus.
So 7. 7. Und zu reichen Sauerstoff produzieren. Ja, wir brauchen, weil wir Kohle brauchen. So. Die haben sich aber Kohle hergeholt, oder? Hier haben wir auch nochmal einen Schlumpf. Ach ne, ein Schlumpf war das nicht. Das war Kupfervulkan. Ja, richtig. Wo haben wir noch Kohle, was uns... Na gut, hier haben wir noch ein bisschen Kohle, was uns weiterbringen kann. 1, 2, 3, 4, 5. Ich weiß nicht, warum das hier so hoch ist. Ach so, ja klar, weil wir hier die Wände gesetzt haben. So, da haben wir Bleichstein. Hier haben wir noch ein bisschen Kohle. Das können wir eigentlich auch mal... Aber hier wieder Chlor... Ja gut, das würde aber wegziehen, in Umständen. Das müssen wir leider mit priorisieren, weil wir echt wichtig und ganz schnell Kohle brauchen. Ah, so, dann haben wir hier noch ein bisschen Kohle. Hier oben müssen wir vor allem auch nochmal Kohle ziehen. So, hier ist auch Kohle. Graben, 9. Müssen wir leider machen, tut mir leid. Das da. Jetzt müssen wir ein bisschen Kohle rankriegen. Kommt das erstmal nicht weiter. Ob wir nun hier Chlorgas haben oder hier Wasserstoff, dann nicht so dramatisch. Brine, was auch immer Brine ist, ist a natural, highly concentrated solution of salt and dissolved in water. Oh, hier, Omelettes. Ja, die sind gut. Noch ein paar Omelettes mal drucken. Wenn das immer so einfach wäre. Es gibt sicherlich schon Leute unter euch, die sicherlich bei Zyklus 195 schon 3 Raketen gestartet haben. Wenn ich mich hier so angucke, wie ich hier noch gerade mich hier ein abhechel, dann ja. Ach, Verhungern. 24.000. Achso, na gut, ich wollte schon sagen. Verhungern ist ja nur, weil die nichts futtern. Ja, die Wege sind natürlich viel zu lang. Da bräuchten wir am besten dieses Rohrluftsystem. Da, keine Ahnung, wie das heißt. Was heißt denn das? Transportrohr. Ja, macht Sinn. Dieses Transportrohrsystem, aber auch selbst da. Ja, es ist... Mir fehlt so ein bisschen die Struktur. Na, die Struktur zu sagen, wir bauen erst das, dann B, dann C, dann D und so weiter. Und nicht ein bisschen A, dann ein bisschen M, ein bisschen Z und dann noch ein bisschen X und dann nochmal ein bisschen R, ein bisschen S. Na, das ist so dieser Werdegang fehlt mir so ein bisschen. Aber ihr wisst es ja, ihr kennt es ja. Ihr kennt das Verpeilte ja. Aber ich will es trotzdem nur erwähnt haben. Das ist so, wie ich das baue, hier nicht unbedingt geplant ist, sondern dass es einfach so ad hoc so gebaut ist und aus dem Bauch heraus. Einfach mal des Spielens wegen und nicht der Strategie wegen. Aber was soll ich euch das auch in jeder Folge erzählen? So, wichtig ist erstmal, wir brauchen Kohle, das ist wichtig. Hoher Stress haben wir natürlich gerade. Wahrscheinlich, weil zu wenig Sauerstoffproduktion, kann ich mir vorstellen. Sauerstoff, ja gut, niedrige Moral. Graben. Desinfektion. Ja, die haben gut zu tun, die Jungs und Mädels. Ja, die haben keine Zeit zum Futter, ne? Glaube ich. Das ist ein bisschen das Problem, was sie haben.
Hauptsache, wir kriegen ein bisschen Kohle rein, dass wir die Anlagen weiter betreiben können. Weil man sieht es ja, der Wasserstoffgenerator läuft nämlich, glaube ich, auch nicht los. Weil, wenn wir hier keinen Wasserstoff produzieren, läuft der nicht los. Ja, das ist auch so ein bisschen. Also es hängt alles so ein bisschen miteinander zusammen. Und wenn irgendwo ein Zahnrädchen nicht richtig funktioniert, dann geht die ganze Basis kaputt. Und das liegt momentan eben halt auch hauptsächlich in der Kohle. Wobei ich mal sagen kann, dass wir vielleicht auch über Erdgas vielleicht auch noch mal den Teil der Basis auch noch mitbauen können. Wenn wir natürlich ganz geil drauf wären, dann würden wir das natürlich so machen, dass die ganze Basis ja eigentlich von einem Stromnetz, dass wir das auch so ein bisschen redundant aufbauen. Aber das habe ich auch irgendwie nie gebacken gekriegt. Wie gesagt, ich mache immer nur Stückchen für Stückchen, also so ein bisschen wie ein Puzzle. Aber dann baue ich mir das Puzzle halt wieder anders um, weil das dann doch irgendwie nicht ganz zusammenpasst. Oder ich schneide mir halt die einzelnen Puzzlestücke wieder so zusammen, dass es passt. Ist zwar auch eine Art und Weise, aber nicht so unbedingt effektiv. Fleisch. Was Fleisch? Na gut, okay, das ist ein Fleisch. Hauptsache aber Fleisch dabei. Können wir ja eigentlich Fleisch brutzeln? Wahrscheinlich, ne? Frostbrötchen. Was haben wir eigentlich? Da haben wir Graupelweizen von 342 Einheiten haben wir und 3 Einheiten hätten wir da. Dann machen wir doch mal ein bisschen Frostbrötchen, weil die machen, glaube ich, +1, +2 sogar. Ich dachte, ich hätte nur +1. Barbecue hat +3 sogar. Aber Barbecue, da fehlt uns ein bisschen das Fleisch. Da steht da 3200 Kalorien. Aber ja. Gut. Was ganz gut hingegen ganz gut funktioniert, ist diese Geschichte hier oben. Dass da die Pflanzen schön getankt werden, dass da Sauerstoff reingehauen wird, dass da der Druck gehalten wird. Das funktioniert eigentlich so ganz gut. Also habe ich auch so das Gefühl, dass auch Automation somit eines der ersten Sachen sein sollte, die man erforscht. Weil mit Automation kann man sich dann doch das Leben hier und da doch schon ein bisschen einfacher machen. Und ich glaube, den können wir auch mal ausschalten. Sparen wir uns nämlich dann auch gleich die Energie. So, das müssen wir eigentlich rüberpumpen. Das müssen wir eigentlich wieder hier haben. Das müssen wir eigentlich wieder hier haben. Das heißt, es muss irgendwo auf den Part hier rauf. Das müsste ich eigentlich einmal hier hochziehen. Und wie gesagt, irgendwo da rauf. Rohrbrücke. Ups. Das wollte ich nicht. Was mache ich denn für einen Blödsinn, sag mal. So. Da gehen wir darauf. Dann können wir springen wir darüber. Da einmal, da einmal. Dann springen wir da rein, dann geht das. So, packen wir es erstmal darauf. Dann kommt nämlich das Wasser erstmal wieder in den Haupttank wieder rein. Über dieses Hin- und Her-Gebauer, ne? Aber nein, gut, nützt ja nichts. Wir reißen das einmal komplett weg hier, auch den Kram. Weil das hat sonst keinen Wert. Das bringt so nichts. Und wenn wir das Wasser hier raus haben, dann reißen wir alles hier komplett raus. Wirklich alles komplett raus, auch das Ding. Dann bauen wir es einmal komplett neu. Dann machen wir uns nämlich eben halt einmal den Haupttank für Schmutzwasser, für verkeimt, egal ob verkeimt oder nicht. Und dann bauen wir uns einen kompletten Raum, nochmal, was weiß ich, mit 4, 5, 6 so Wassertanks oder sowas, dass wir das Wasser erstmal durchfiltern können. Schön wäre natürlich gewesen, bis dahin Plastik irgendwie gekriegt zu haben, weil dann hätte man nämlich dann wenigstens noch diese Wassersensoren, diese Keimsensoren. Nämlich noch bauen können. So könnte man da auch wieder eine Logistikschaltung draus machen, dass man sagt, so hier, na, du hast dann einmal verkeimtes Wasser, das wird dann hier wieder zurückgeleitet und einmal normales, verschmutztes Wasser, halt keimfrei,
Das jagen wir durch den Flüssigkeitsfilter. Und der Flüssigkeitsfilter haut das dann einmal in die Duschen rein. Und vielleicht, was übrig bleibt, das hauen wir dann in den Hauptwasser-Frischwassertank. Auch wenn wir hier natürlich dann auch Keime drin haben. Na, guck mal, hier haben wir auch Keime drin. Müssten wir eigentlich auch wieder mal filtern, den ganzen Kram. Ich weiß auch nicht, wie effektiv das tatsächlich ist. Ich meine, wenn es tatsächlich so effektiv ist, dann müssten wir uns im Prinzip zwei Anlagen bauen. Einmal eine Anlage für verschmutztes Wasser und eine Anlage für normales Wasser. Dass wir das wegfiltern. Und dass wir hier zum Beispiel auch, wo wir das Wasser eben halt hier verschmutzt haben, dass wir das auch filtern können. Dass wir frisches Wasser auch filtern können, also keimfrei machen können. Tja. Das ist Zukunftsmusik. Weit, 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 weit entfernt. Ganz weit entfernt. Wir sind ja schon wieder bei 36 Minuten. Ich labere euch die ganze Zeit voll, mache eigentlich gar nichts. Ja, also wie ich schon sagte, ich versuche mal in nächster Zeit, wenn ich ein bisschen mehr Zeit haben sollte, dass ich dann wirklich ein bisschen länger spiele und dann aus diesen längeren Sessions dann die Folgen irgendwie mal zusammenschneide, dass ich dann wirklich mich immer nur reinschalte, wenn mal was, irgendwas Besonderes passiert oder wenn ich neue Projekte plane oder sowas oder gerade fertiggestellt oder gebaut werden. Das ist ein bisschen interessanter, dass man in den Folgen selber so ein bisschen mehr Entwicklung sieht, als jetzt hier die ganze Zeit immer durch die Basis zu scrollen und sich zu fragen, hey, was muss ich denn jetzt hier als nächstes machen? Das ist dann auch nicht so richtig zielführend. Naja, wie dem auch sei, vielen Dank, dass ihr trotzdem wieder reingeschaut habt. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge Oxygen Not Included wieder, ja, wenn wir wieder Dinge tun. Na, also, macht's gut, bis dann. Tschüss.